Guess the Max. Heute sind wir unterwegs mit der dunklen Seite der Macht, mit der Black Eyed Z, mit der Z06 Corvette in der limitierten Black Edition von USK Geiger. In Amerika ist die Corvette natürlich so eine Ikone wie bei uns der 911er. Allerdings gibt es die Wette da drüben so häufig wie Blondchens in amerikanischen Fernsehserien. Wer also cool sein will, muss eine andere Optik haben als die anderen. Schon von vorne sieht sie so martialisch aus wie ein Stealth-Bomber. Und der Karl Geiger hat ihr einen Spoiler verpasst. Der ist doppelt so dick wie die Lippen von Pamela. Und damit die Z06 auch unterm Radar durchfliegen kann, hat der Karl Geiger sie 30 mm tiefer gelegt. An den Bremsen musste nichts gemacht werden. Ich glaube, dagegen sieht jeder Frisbee aus wie eine Unterlegscheibe. Und die Leichtmetallfelgen natürlich auch ganz in schwarz. Die drei 25er Walzen pressen sich hier raus wie ein Doppel-D aus einem zu heiß gewaschenen T-Shirt. Das Heck hat der Karl nach seinem Gusto umgeschaltet. Hier zwischen dem Diffuser sitzen die vier Flammrohre der Edelstahl-Sportauspuffanlage. Ich glaube, wenn man denen zu nahe kommt, verbrennt es einem den Lack. Die Haube ist, wie sich's für eine Corvette gehört, so lang wie die Golden Gate Bridge. Und darunter steckt die Macht der 8. Das ist der V8 Small Block. Und wo bitteschön bekommt man heute noch so viel Hubraum eingeschenkt? 7 Liter Hubraum stecken in den 8 Töpfen. Und diese 7 Liter pressen aus den 8 Zylindern 511 bzw. 512 PS raus. Und das mit ganz ehrlicher Technik. Unten liegenden Nockenwellen und 2 Ventilen pro Zylinder. Und das alles mit ESP. Also wir sehen schon, das kann heute noch heiter werden. Wenn man hier so drin sitzt und vorne diesen langen Bug, diese lange Schnauze sieht, dann fühlt man sich richtig wie so ein Korvettenkapitän. Ansonsten hier drin Chevrolets, wunderbare Welt des Plastiks. Klasse ist die Schaltung. Die Schaltwege sind ganz, ganz kurz, wie in einem Indie-Rennwagen. Ein bisschen muss man nachhakeln, aber das macht richtig Spaß. Im ersten Gang geht's auf 100 in 3,9 Sekunden. Das ist eine unvorstellbare Kraft, die dieses Urviech hier an der Hinterachse entfaltet. Feuchte Fahrbahn und man merkt schon, immer wenn man ein bisschen Gas gibt, wischt da hinten so ein bisschen weg. Man muss das Gas sehr feinfühlig dosieren, gerade in diesen engen Kurven auf der feuchten Strecke. Man muss der Corvette natürlich zugutehalten, dass wir hier bei 0 Grad mit Sommerreifen unterwegs sind. Kann sie auch nichts dafür. Kleine Entschuldigung, warum sie gerne hinten so mit dem Po wackelt. Aber ansonsten muss ich sagen, er ist sehr, sehr feinfühlig, wie er einlenkt. Die Bremsen packen zu wie die Homeland Security bei Terrorverdacht. Überhaupt ist das ganze Fahrwerk sehr, sehr präzise. Das kommt davon, wenn man es am Nürburgring abstimmt. Und hier auf der Autobahn geht der Spaß gleich weiter. Dieses Corvette-Fahren, das ist schon so ein Ritt zwischen Gut und Böse. Einerseits weißt du, geh vorsichtig mit dieser Granate um. Das ist eine echte Waffe, die du hier in der Hand hältst. Andererseits sitzt dieses kleine schwarze Black Edition Teufelchen hier hinten, der sagt, gib Gas, ich will Spaß. Und jetzt hier bei 240, 250 schiebt er an wie andere Autos bei 60, als würde das Monster da vorne eine Zusatzstufe nach der anderen schalten. So viel Spaß wie mit der Corvette hat man nicht alle Tage. Und ich glaube, selbst mit der verrücktesten Achterbahn in Magic Mountain bekommt man nicht so einen Kick wie mit der Z06 auf der Autobahn. Test the Max.